Damit hallo zurück zu Assassin's Creed Schrei nach Freiheit. So, wollen wir die nächste Mission machen? Ich habe ein bisschen eingekauft. Ich habe einen wunderschönen neue Machete. Ich kauf mal, die brauchen wir auch. Weil die haben sie erst verdient. Das olle Pack. Ich glaube, wir müssen das wieder tanken. Ja. Ach komm, steh nicht so an. Meine Großmutter kommt da schon heraus. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Schauen wir mal. Jetzt sieht er denn aus. Sklaventreppe irgendwo. Mal. Ja, ja. Schwarze Frauen anhalten. Aber Sklaventreiber. Ey, komm. Dich sollte man auch abknallen. Ach, echt. Schweine, alle Schweine. Ne. What the fuck is... Was sind das? Ist das ein Versteck? Ah. Ein Versteck der Maroons ist das. Okay, bin ich ja schon hier schlauer. Gehen wir mal zu der Tante hier. Monsieur Adwale. Die Maroon haben euch für ihre Sache gewonnen. Augustin weiß eure Hilfe zu schätzen. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch fortsetzen kann. Doch die Maroon sind hervorragende Krieger. Augustin hat mich mit allem versorgt, was ich brauchen könnte, bis ich zu meinen Brüdern zurückkehre. Dann glaube ich, ihr schuldet mir ein Paket. Geduldet euch noch eine Weile. Zur Sicherheit. Ihr steht nicht zu eurem Wort. Mein Wort war vielleicht. Das steht. Denkt ihr wirklich so schlecht von mir? Im Gegenteil. Ihr habt eure Freiheit bewahrt unter den Franzosen, indem ihr geschickt euer unverzichtbares Geschäft führt. Ich respektiere euch sehr. Doch ich wäre ein Narr, würde ich einem so klugen Menschen so schnell trauen. Welch scharfes Auge und welch Engelszunge ihr habt. Da ihr mir also nicht geben wollt, was ich wirklich will, hoffe ich, ihr seid bereit, mir euren Respekt auf andere Art zu erweisen. Es ist gut möglich. Ich brauche einen vorsichtigen und wachsamen Mann, der den Gouverneur ausspioniert. Ich muss wissen, was ihn ablenkt und warum er den Code Noir immer strenger umsetzt. Das Leben vieler Sklaven hängt davon ab. Ich teile eure Neugierde. Ich werde es tun. Für die Sklaven. Vielleicht gibt es doch Ehre in euch. Ihr braucht eine Verkleidung. Bitte. Doch nicht doch. Sieht das hier an. Och nicht doch. Sklavenkleidung? Was bezweckt ihr mit dieser Demütigung? Wollt ihr zusehen, wie man mich wieder einfängt? Demütigung? Verachtet ihr eure versklavten Brüder denn so sehr? Achtet ihr denn irgendjemanden? Oder sind wir nur Spielfiguren für euch? Das würde euch so passen. Na super. Das ist kein Trick. Es ist nur das... Nun. Gouverneur de Fayet wird eine Soiree abhalten. Und glaubt ihr es oder nicht, ich bin nicht eingeladen. Eine solche Veranstaltung bedeutet, dass viele Dinge zu seiner Villa geliefert werden müssen. Da kommt ihr ins Spiel. Mit der Kiste könnt ihr unter den Warenlieferanten untertauchen. Wenn ihr drin seid, beobachtet ihr unseren guten Gouverneur. Werden die Aufseher einen Mann mehr nicht bemerken? Oder ist euch mein Wohlergehen nicht so wichtig? Ich traf noch nie einen Aufseher, der Sklaven unterscheiden konnte. Nichtsdestotrotz, seid vorsichtig. Ich spüre, dass ihr ebenso klug wie stark seid. Ihr findet einen Weg. Natürlich. Ja, ohne Waffen mag ich mal gar nicht. Naja, was soll's. Kommen Sie. Reiht euch ein. Seid vorsichtig.
Was geht da hinten vor sich? In die Reihe! Oh, mein Freund. Bevor dieser Tag zu Ende ist, bist du tot. Wer bist du? Ein Freund. Hast du dir einen Spaß? Nein. Du bringst uns den Tod. Noch eine Feier für das Schwein. Du bist zu unterwürfig. Excellent. Stell die Kisten da ab. Cher Monsieur. Also, genug Däumchen gedreht. Zurück an die Arbeit. Hier muss es eines Königs würdig sein, wenn meine Gäste eintreffen. Faule Bastarde, man sollte sie abspeitschen. Man sollte mich ehren, wirklich. Mich ehren dafür, wie geduldig ich bin. Sklaven folgen. Meine Füße tun weh. Was bringt es zu jammern? Ich werde es mir merken. Still jetzt! Oh, wie gern würde ich mal jeden umringen. Freund, wechselt die Wache hier häufig? So oft wie der Tag zur Nacht wird. Hab Dank. Wenn du ein Freund bist, beweise es. So, ich denke mal, das wird ziemlich schwierig. Nehme ich an. Na, wie ulkig. Komm zurück, ich zeig dir was Lustiges. Na komm her. Voll Spacko. Brech ihm gleich das Genick. Fresse. Selber schuld. Männer wie du brauchen nicht leben. So, schauen wir uns mal ein bisschen an. Irgendwie brauche ich gar nicht es gehen. Nein, nicht da rein, du sollst da über den Zaun springen. Aber vielleicht besser nicht hier, vielleicht besser hier.
bist du halt tot, ist nicht mein Problem. Genügt Menschen auf dem Gewissen. Die Expedition kostet mehr, als unsere ursprüngliche Berechnung nahelegte. Es heißt, ihr hättet einem Mädchen von Bastien ein Juwel im Wert der halben Flotte geschenkt. Navigation ist eine kostspielige Wissenschaft. Das ist wohl wahr. Wenn man jeden Faden mit Parfüm füllt. Finde ich eigentlich lustig. Französisches nehmen. Wollt ihr einen Krieg anfangen? Der Frieden zwischen unseren Ländern ist brüchig. Wir können uns nicht leisten, irgendeinen Verdacht zu erregen. Euer Name wird mit meinem in die Geschichte eingehen, wenn ihr mir die Gelder und das Schiff besorgt. Gott, seht ihr schwul aus. Ich muss eine teure Kolonie regieren. So, machen wir es nochmal. Ist halt ein bisschen blöd jetzt, aber bevor das ein Aufseher. Wo ist meine Waffe? Ah! Little more respect. Pissbacke. Den kenne ich doch. Habe ich dir nicht gesagt, du wirst heute noch sterben? So. Stirb, du kleines Arschloch. Du hast mich geschubst. Du bist selber schuld. Gelle? Wichser. So, das war's noch mit Stunk, glaube ich mal. Machen wir keinen Stunk mehr jetzt. So, wir müssen jetzt ins Versteck. Was du jetzt für ein Scheiß? Jetzt machen wir es aber richtig. Das ist noch so ein Blödpack. Ich stehe mich auf den Keks. Ach, das wird schon gut gehen. Und hopp, hopp hoch, hoch, komm hoch. So, das Hochgehen da. Paris, warum kein französisches nehmen? Wollt ihr einen Krieg anfangen? Der Frieden zwischen unseren Ländern ist brüchig. Wir können uns nicht leisten, irgendeinen Verdacht zu erregen. Euer Name wird mit meinem in die Geschichte eingehen, wenn ihr mir die Gelder und das Schiff besorgt. Danke. Den vielen Sklaven, die ihr einführt, haben die Geschichte genug Gold. Selbst Zwangsarbeit ist nicht umsonst, mein Freund. Sklaven müssen teuer ersetzt werden. Die armen Biester sterben, bevor sie sich vermehren. Aber auch Sklavenschiffe würden von besserer Navigation profitieren. Weniger Unglücksfälle. Nun, das ist interessant. Oh ja, das werde ich tun. Ah. Hallo Arschloch. Na! Fixer.
Leben die alle noch? Glaub nicht. Da, das kannst du haben, du dämlicher Sklaventreiber. Und wir werden auch genauso rausgehen, wie wir reingekommen sind. Nee, hat er nicht dabei, oder? Hi. No. Nächster. Nächster Sklaventreiber. Na, na, na. Du bist ein ganz toller Hechter. Deine Mama nicht gesagt, was das Scheiße ist, was du da tust. So. Und jetzt verziehen wir uns. Haha. Mit. Achso. Zu der jungen Lady zurück. Hier wimmelt das ja von Arschgeigen. Ich bin bloß ein Sklave. Ich gehe spazieren. Warte mal, ist ja dunkel. Ew. Ich bin bloß Sklave. Ich tu dir nichts. Dreckige Franzosen, da die rumlaufen mit ihrem Scheiß und noch Sklaven. Alter. Ne. Wie so ein düsteres Kapitel als dieses. Ich weiß gar nicht. Also, Mädchen. Na gut. What the fuck is going on? Alors, was habt ihr erfahren? Der Gouverneur überschätzt sich. Trotz seiner Wachen hätte ich ihn mit eigenen Händen töten können. Er hätte es verdient. Warum glaubt ihr, dass ihr ihn braucht? Ich halte Freunde in der Nähe und Feinde noch näher. Auf welcher Seite steht ihr? Auf meiner. Sagt ihr mir, was ihr erfahren habt? Wer lenkt ihn ab? Ein dreister Forscher, Goudin, bettelt beim Gouverneur um Geld. Es geht um eine Expedition und Navigationstechniken. Warum habe ich noch nie von ihm gehört? Hat sich mein Netzwerk gegen mich verschworen? Glaubt der Hafenmeister, ich gebe ihm die besten Mädchen, weil ich nett bin? Wünscht ihr, dass ich weiterforsche? Ich gebe zu, als Mann der See fasziniert mich die Wissenschaft der Navigation. Nein. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr wollt, aber geht, ich muss nachdenken. Eigentlich ist sie auch eine Art Sklaventreiberin. Hab ich die Sklaven nicht befreit? Na gut. Kann man jetzt nichts machen, nicht? Nicht wahr? So. Legen wir schlafen. Na. Bis zum nächsten Mal. Ciao.